Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Ja, wieder bei dem nächsten SIM 21 Event bei Aerosoft. Und ich habe auch jemanden von Aerosoft mitgebracht. Den kennt ihr wahrscheinlich schon, den Fabian. Moin. Hi, hi. Grüß dich. Mir geht's gut soweit. Ein bisschen warm hier drin, aber ansonsten sehr geht schön, es. Sehr so, schön. Wir werden ein bisschen über HDC sprechen. Hey, Heavy Duty Challenge. Ja. Da hast du einiges an neuen Informationen für uns. Ja, fang doch mal einfach an, wie ist der aktuelle Entwicklungsstand bei den ganzen, wie sieht's aus, welche Fahrzeuge kommen rein? Genau, wir haben es ja öfter schon gezeigt, wir hatten einen Playtest, du selbst hast es ja auch gespielt und so. Es ist ja im Großen und Ganzen, ich sag mal, große Maschinen im Offroad-Park fahren. So ein bisschen Sports meets Mudrunner. Und wir sind fortan in der Entwicklung immer weiter gescheitert. Im letzten Playtest hatten wir mehr LKWs, ein neues Level. Doch jetzt zur nächsten haben wir gesagt, wir hauen einfach mal LKWs raus. Wir hatten schon länger welche fertig, aber jetzt haben wir eine große Masse wirklich an LKWs fertig und die haben wir heute mitgebracht im Gameplay-Material. Ja. Auch neue Obstacles, sprich einfach Objekte, wo man rüberfahren kann, um das Ganze spannender zu machen. Und ich denke, da geht die Entwicklung weiter. Und vor allem auch noch viele, viele andere Sachen, aber ich glaube, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, denn viele Leute haben uns gefragt, wie sieht es aus mit verschiedensten Bereichen in dem Spiel. Auch ihr habt uns vieles Feedback gegeben. Und da sind wir auf dieses Feedback eingegangen und gehen in diese Richtung weiter. Ja, aber die Fahrzeuge sehen ja schon mal sehr, sehr atemberaubend aus und auch die Auswahl der Fahrzeuge. Ne? Genau. Das sind längst noch nicht alle, die mit ins Spiel kommen werden. Genau, ne? Genau. Wir haben im Moment 12 fertig. Wir planen aber vielleicht sogar die doppelte Zahl letztendlich zum Release zu haben. Natürlich sind einige sich ähnlich. Man hat verschiedene Unimogs zum Beispiel, aber die sind ja nicht grundlegend anders. Die sind andere Bemalungen, die haben mal andere Aufbauten, aber im Großen und Ganzen kann man so mit 20 LKWs nachher rechnen zum Release und das ist so der Plan. Ich habe es auch selber im Playstation gespielt, wie du gerade schon gesagt hast. Es macht schon richtig Fun und es sorgt auf jeden Fall dafür, dass man halt schon mal so ein bisschen ins Schwitzen kommt. An gewissen Passagen komme ich da drüber, komme ich da nicht drüber. Genau. Und ich denke, das macht ja auch diesen Reiz dieses Spiels aus, einfach diese Skill-Challenges dann auch zu bewerkstelligen. Und auch die Fahrzeuge sehen sehr gut aus, finde ich auf jeden Fall. Die wirken sehr, sehr authentisch, sind ja auch aus der offiziellen Europe Challenge. Genau, European Truck Trials, mit denen haben wir eine Lizenz, eine Vereinbarung. Das erlaubt uns halt, alle Fahrzeuge wirklich realistisch abzubilden, sei es Mercedes, den Unimog und. Wir können da wirklich jede Lizenz echt mitnehmen. Und erst letztens hatte ich die Möglichkeit, wirklich mal in so einem LKW drin zu sitzen und zu sagen, ich kann wirklich jetzt sagen, ja, das ist eins zu eins dasselbe. Und wie ist es so, in so einem LKW über so einen Hindernisparcours zu fahren? Ich sag mal so, wenn ich das Spiel gespielt habe, kam ich auch öfters in Schwitzen. Schafft man das wirklich? Aber man ist halt langsam unterwegs und das ist so ein bisschen für uns auch die Schwierigkeit, die rüberzubringen. Langsam, aber trotzdem Challenge und trotzdem noch den Simulationsaspekt. Der ist natürlich bei langsam leichter als bei schnell, aber der fällt natürlich auch jede Kleinigkeit stärker auf. Und in der Realität ist es verrückt. Du kannst es dir nicht vorstellen, wenn du da über Schluchten hängst mit einem Vierachser und zwei Achsen einfach in der Luft hängen. Da geht die Pumpe. Das glaube ich dir, dass du da noch ein bisschen vermehrt ins Schwitzen kommst. Vor allem, wenn das Fahrzeug, das kippt ja auch. Richtig. Du kannst ja verschiedene Differentiale sperren. Genau. Und damit das halt nicht passiert und halt auch in verschiedensten Geländetypen unterwegs zu sein, das ist ja natürlich, sag ich mal, auch der Nervenkitzel schlechthin. Und was hast du uns noch Schönes mitgebracht? Genau, vielleicht dazu. Das ist natürlich auch alles im Spiel drin. Ne? Ja, den Differentialbremsen und verschiedene Untergründe, die sich verschieden verhalten. Sei es zum Beispiel Geröll, was einfach dann unter den Rädern wegrollt. In der Realität gibt es halt eigentlich diese Obstacles nicht. Aber wir haben gesagt, wir sind hier im Spiel. Ja. Natürlich möchten wir die echte Liga abbilden, aber wir wollen noch einen drauf tun. Im Playtest haben wir schon die Wippe gesehen und da sind einfach noch mehr verschiedene Sachen dazugekommen. Und da werden wir auch weiter, da sind wir auch vor allem ans Community-Feedback angewiesen. Was wünscht ihr euch? Wir haben einerseits die RC-Leute, die diesen ganzen Sport wird auch als RC ausgeführt, die wirklich verrückt sind, die über Seile fahren etc. Geht man mehr in die Richtung? Ja. Oder bleibt man doch eher bei den realistischen Trucks? Im Moment sind wir definitiv in Richtung realistische Trucks, große, schwere Maschinen. Aber auch gerade für die Zukunft ist das möglich. Ja. Aber auf deine Frage zurück, was haben wir noch dabei? Im letzten Playtest haben wir gemerkt, wir haben, glaube ich, Tausende an Fragen bekommen, wie sieht es aus mit einem Editor? Ja. Das Spiel bietet sich an für einen Editor. Kann ich hier eigene Map bauen? Kann ich hier meine Obstacles reinladen? Und jetzt in der letzten Zeit haben wir uns darauf fokussiert und haben gesagt, ja, wenn wir das Spiel fertig machen, wollen wir definitiv einen Editor haben. Wir wollen einen kompletten Level-Editor haben und wir wollen den nicht erst zum Release haben, sondern wir wollen den definitiv vor dem Release an vielleicht noch ausgewählte Leute geben, die in der Community aufgefallen sind, im Discord etc. Die sollen den vor dem Release schon bekommen und später soll jeder bekommen.
Und diese Maps werden dann später sogar zu eigenen Challenges gebaut. Das Ganze basiert ja auf einem Tournament-System, wie die echte Liga. Und man wird dann auch eigene Tournaments machen können mit gemoddeten Maps etc. Oh, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant, gerade für Leute, die sich auch ein bisschen kreativ austoben wollen. Genau. Und auch sagen, okay, klar, ich habe jetzt alle Parcours oder Strecken absolviert, um vielleicht auch für mich oder für andere, das kann man dann wahrscheinlich auch teilen, gehe ich davon aus. Über einen Steam-Workshop. Über Steam Workshop, genau. Dann vielleicht auch nochmal so eine, wie du schon sagtest, so eine kleine Internet-Challenge zu machen zwischen den einzelnen Leuten, die da spielen. Genau, ne? Zum Beispiel könntest du dann sagen, ich mache die Homa League letztendlich, wo du deine 6 Maps auswählst, 2 von dir gemachte, 2 von wen auch immer gemachte und meine Maps dazu tust und wir gucken, wie gut schneiden deine Zuschauer ab im Vergleich zu meinen Zuschauern. Und kommen wir gerne darauf zurück, wenn es dann soweit ist. Letztendlich wird es dann auch ein Trophy-System geben, sodass ich auch als Mapperbauer eigene Trophys für meine Maps erstellen kann. Sehr gut. Wir sind da wirklich drauf raus, dass das Ganze sich anfühlt wie eine Liga. Ich bin Part von einem Team und arbeite mit diesem Team und arbeite mich in dieser Karriere hoch. Ja. Okay, wird es auch noch die Möglichkeit geben, auch eigene Fahrzeuge, Repaints und so weiter zu entwickeln? Repaints ist definitiv angedacht. Ja. Eigene Fahrzeuge steht auf unserer Liste. Derzeit sind wir uns noch nicht sicher, wie weit wir das erstmal erlauben können. Ja. Das ist einfach durch die Physik ist das sehr schwer, das Ganze rauszugeben. Ja, klar, natürlich, Es werden wahrscheinlich dann 3 Leute aus der ganzen Community nutzen können. Und dann haben wir gesagt, vielleicht ist der Approach besser, das Ganze zu machen, dass die Leute auf uns zukommen. Ja. Und wir sagen, alles klar, du willst ein Fahrzeug bauen, wir bauen das mit dir zusammen, wir geben dir die Unterstützung. Da sind wir aber uns noch nicht sicher, das Spiel ist ja auch noch in der Entwicklung. Ja. Wir wollen mal gucken, wo sich da der Weg hin entwickelt. Der Map-Editor ist Drag and Drop, das kann wirklich jeder und da haben wir gesagt, der ist der Schritt 1. Eine Map ist schnell gebaut, die ist zum Release da, das ist mehr Content. Die LKWs werden sich schon, diese 20 LKWs sind schon so unterschiedlich, dass ich da einfach die Möglichkeit habe, mich auszutoben. Es ist schon sehr, 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 sehr viele Fahrzeuge, viel Auswahl. Die unterscheiden sich auch manchmal im Typ so leicht noch. Genau, es gibt 3 Kategorien. Richtig, es gibt einmal die 2 Achsen, die 3 Achsen und 4 Achsen. Später wird es auch noch die Experimentalkategorie geben. Das sind so komplett verrückte LKWs, wo sich mit Nitro und wo sich jede Achse lenkt und. Ah, ja. Da ist zum Beispiel auch mal ein Kettenfahrzeug mitgefahren. Auf die fokussieren wir uns im Moment noch nicht, weil wir sagen, die sind so abgedreht, dass die je Fahrzeug sehr viel Entwicklungszeit fressen. Daher der Fokus erstmal auf die klassischen Kategorien, die man aus dem Sport auch kennt. Und dann gucken wir weiter letztendlich. Ja, cool. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Die Playtest kam auch sehr gut an, waren ja 2 bisher an der Zahl. Wann wird es ungefähr den nächsten geben? Habt ihr ja schon Infos? Ja, genau. Also wir planen definitiv dieses Jahr noch einen nächsten Playtest, wo wir nochmal mit neuem Content, gerade im Bereich LKWs, auftrumpfen wollen. Da auch nochmal auf Feedback eingehen wollen, weil gerade bei dem Simulator ist es uns wichtig, dass er sich richtig anfühlt. Ja. Man fährt diesen Truck so langsam, wenn ich den über eine Autobahn fahre, ich bin Auto gefahren über eine Autobahn, da habe ich einen Vergleich. Richtig. Aber dieses Feeling, und das ist für mich jetzt noch viel wichtiger, nachdem ich im echten LKW saß, das rüberzubringen, ist extrem schwierig. Allein die Soundkulisse, du kannst es dir nicht vorstellen, diese LKWs dröhnen wie sonst was. Ja. Das alles auf dem PC rüberzubringen, ist extrem schwierig und deswegen nehmen wir uns auch mehr Zeit für den Titel. Klar, natürlich. Wir hatten geplant, diesen Titel eigentlich dieses Jahr rauszubringen. Das wird es definitiv nicht mehr geben. Wir werden deswegen mit Playtest nochmal zeigen, wo wir stehen, die Leute einen Appetit haben geben, sage ich mal natürlich. Letztendlich. Ja, und dann mal abwarten, was sie so als Feedback geben. Genau, genau. Letzten Playtest haben wir vor allem uns die Controller und Lenkradsteuerung nochmal angeguckt, was da an Feedback kommt, weil es ist für uns natürlich auch immer ein Abwägen. Investieren wir mehr Zeit in die Lenkradunterstützung oder Controller und so ein Playtest gibt uns halt einfach die Möglichkeit, da auch wirklich Daten zu bekommen. Wer spielt mit dem Lenkrad, wer spielt mit dem Controller, was für einen Rechner haben die Leute, können wir noch mehr machen oder sehen wir hier, die Leute sind recht am FPS-Cap und. Das bietet uns viele Möglichkeiten und je nachdem können wir halt auch neuen Content einfach in das Spiel kippen. Ja, je mehr Leute an den Playtests teilnehmen, ne, vielleicht auch nochmal an die Zuschauer, wenn der nächste kommt, nehmt alle daran teil, gebt Feedback, Links packe ich euch dann wieder rein oder kriegt dann Infos auch über mich oder auch über andere Kanäle. Und ist halt besser als jede Q&A, ne? Weil halt viele verschiedene PCs. So viele Leute haben wir zu nie in der Firma sitzen. Das ist ja dann meistens. Und vor allem so motivierte und so passionierte Leute nicht, weil viele Leute kennen den Sport dann aus der Realität und können uns Feedback geben. Ich war aus der Firma der Einzige, der in so einem LKW sitzt. Natürlich vom Entwicklerteam noch mehr Leute, aber es ist einfach was anderes und mir hat es die Augen geöffnet. Ja, klar.
Und ich kann auch jedem nur empfehlen, wirklich, der Interesse an Maschinen hat, an Fahrzeugen hat, an sowas, sich mal sowas selber anzugucken. Dieser Sport, der tourt durch Deutschland und auch durch Österreich und die Schweiz. Es ist ein unglaubliches Festival und ich bin mir auch sicher, wir bekommen dich da mal hin, dass wir uns das mal zusammen angucken können, weil es ist gerne sehr mal machen. Spannend. Es ja, ist okay. Sehr spannend. Sehr cool. Ja, dann vielen lieben Dank für deine Zeit, Fabian, ja, und für die Ausblicke hier zu HDC, zu Heavy Duty Challenge. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wie gesagt, alle Links in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne einen Kommentar, lasst gerne ein Däumchen da und ich sag mal bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.